eine sonderbare Reise. Sein Leben war ziemlich langweilig, zumal er längst die Hoffnung aufgegeben hatte, jemals seiner Bestimmung entsprechend leben zu können. Inzwischen war ihm längst klar, dass er sein kleines bzw. großes Geheimnis irgendwann einmal mit ins Grab nehmen würde. Vorausgesetzt, ein solches würde man ihm eines Tages bereiten. Und dessen war er sich nämlich noch gar nicht so sicher. Er wünschte sich sehnlichst, allen einmal so richtig zeigen zu können, wer er wirklich war und was er konnte. Doch seine Hoffnung schwand im Laufe der Jahre langsam, aber stetig. Die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung merkten von seinen Fähigkeiten natürlich nichts. Rein äußerlich machte er nicht im Entferntesten den Eindruck, als wäre er zu großen Luftsprüngen bereit und in der Lage. Man musste zwangsläufig annehmen, dass er zum Herumliegen und Faulenzen geboren worden war. Warum nur kam niemand auf die Idee, ihn einfach einmal auf die Probe zu stellen? Warum gab es nur so viele fantasielose Geschöpfe in seiner Umgebung? In seinen Träumen war alles so einfach und er hatte mit Leichtigkeit längst sämtliche Weltmeere überquert. Doch in der Realität sah das Leben ganz anders aus. Also blieb er auf dem Boden der Tatsachen und flüchtete sich in seine Träume. Er konnte nicht ahnen, dass sich sein Leben eines Tages grundlegend ändern würde. Es geschah irgendwann im August. Noch halb im Tiefschlaf bemerkte er, wie sich ihm zwei Bekannte näherten. Einer von ihnen hatte Packpapier mitgebracht, der andere trug eine Schere und eine Rolle Klebeband. Nachdem sie alles neben ihm abgelegt hatten, packten sie ihn von zwei Seiten und versuchten, ihn so klein wie möglich zu kriegen. Er wehrte sich zwar nach Leibeskräften, doch schon wenig später musste er aufgeben. Sie brachten ihn kurz danach fachmännisch verpackt aus dem Haus und gaben ihn bei der Post als versichertes Paket ab. Dass man ihn ganz offensichtlich abschieben wollte, war schlimm genug. Aber die Tatsache, dass man ihn, ausgerechnet ihn, per Post verschickte, empfand er als unerträglich. Seine Ehre war zutiefst verletzt und innerlich kochte er vor Wut. Nach drei strapaziösen Tagen und Nächten, die er auf engstem Raum irgendwie überleben musste, wurde er endlich befreit. Ein fremder Mensch lächelte ihn freundlich an und legte ihn erst einmal behutsam auf einen Holzfußboden. Vorsichtig schaute er sich in seinem neuen Zuhause um. Hier sollte er also fortan leben? Naja, gemütlich schien es schon zu sein, aber der Raum machte auf ihn keinen besonders aufregenden Eindruck. Gut, an den Wänden hingen viele bunte Bilder und unter dem Bett lagen eine Handvoll Strümpfe und ein paar Stofftiere, was in gewissem Sinn schon einmal ein Fortschritt in Richtung Fantasie war. Aber deshalb auf ein Abenteuer zu hoffen, das war wohl zu viel verlangt. Seufzend ergab er sich seinem Schicksal, was die Falten in seinem Gesicht allerdings nicht weniger werden ließen. Ganz im Gegenteil, sie schienen sich noch tiefer eingegraben zu haben und niemals mehr verschwinden zu wollen. Als er sich gerade seinem Schicksal ergeben wollte, wurde plötzlich die Tür aufgerissen und eine Horde gröhlender Kinder stürmte lachend an ihm vorüber. Sie wurden von einem mittelgroßen Ungeheuer verfolgt, das vorne gefährlich bellte und hinten mit einem langen Schwanz wackelte. Kaum war das schwarze Wesen in seine Nähe gekommen, machte es abrupt Halt, beschnupperte ihn mit großer Neugier und lief dann einfach weiter, als wäre nichts geschehen. Natürlich hatte er zunächst einen großen Schreck bekommen, doch dann stieg eine ungekannte Freude in ihm auf. Plötzlich regte sich wieder die alte Hoffnung in ihm, doch noch so leben zu können, wie es für ihn ursprünglich vorgesehen war. Schließlich gab es hier offenbar mehrere potenzielle Helfershelfer. Er musste nur noch versuchen, sie von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Und das stellte er sich bei Kindern und Ungeheuern längst nicht so schwierig vor wie bei großen Menschen. Die Tage vergingen und sein Leben bestand im Wesentlichen darin,
dem jüngsten Kind der Familie zuzuhören. Es las für sein Leben gerne vor, egal ob gerade jemand im Zimmer war oder nicht. So hörte auch er von großen Abenteuern, von Helden und Feen, und sein Fernweh wuchs von Stunde zu Stunde. Eines Tages kam das Mädchen mit einem uralten Märchenbuch unter dem Arm ins Zimmer und fing an, Geschichten aus Tausend und einer Nacht vorzulesen. Es waren spannende Geschichten, die von einer anderen Welt erzählten, einer Welt, zu der er so gerne einmal aufgebrochen wäre. Noch während er davon träumte, sich eines Tages in die Lüfte zu schwingen, hörte er plötzlich die lang ersehnten Worte, die ein jeder Teppichflieger sprechen muss, um mit seinem Gefährt in die Lüfte zu steigen. Das Mädchen hatte sie aus dem Buch vorgelesen, ohne sich dabei etwas zu denken. Ein Glücksgefühl durchströmte ihn und langsam, wie von Geisterhand geführt, hob er vom Boden ab. Kaum schwebte er, wurde er auch schon übermütig und sauste durch das offene Fenster der Sonne entgegen. Die Kleine hatte das Buch erschrocken zur Seite neben sich auf den Teppich gelegt und bekam vor lauter Staunen kaum noch den Mund zu. So etwas hatte sie noch nie erlebt. Dieser wunderschöne Teppich, der eben noch als kuschelige Unterlage zum Lesen diente, hatte sich selbstständig gemacht und flog nun durchs offene Fenster mit ihr davon. Unter ihnen rasten Baumwipfel, Felder und Wiesen vorbei. Der Teppich trug seine wertvolle Fracht immer höher und höher, sodass die Welt unter ihnen bald so wirkte wie ein riesengroßer Teppich, der einfach kein Ende nehmen wollte. Der Gedanke gefiel ihm und er musste lächeln. Er selber war nur ein Designermodell und hatte nicht dieses für fliegende Teppiche übliche Persermuster. Deshalb hatte auch niemand auf das geschaut, was in ihm steckte. Niemand hatte ihm zugetraut, einer von denen zu sein, die durch magische Kraft dazu bestimmt sind, durch die Lüfte zu fliegen. Aber das würde sich nun schlagartig ändern, dachte er. Das Mädchen war fasziniert und wusste gar nicht, wo es zuerst hinschauen sollte. Erst als die Nacht hereinbrach, bemerkte es, wie müde es inzwischen geworden war. Glücklich drehte es sich auf den Rücken und blickte in den Himmel. Tausende und abertausende Sterne glitzerten dort am Firmament. Sie schienen alle um die Wette zu leuchten, und das Mädchen begann, sie zu zählen. Sehr weit kam es damit nicht, denn es war einfach zu müde. Wenig später hörte es die Stimme seiner Mutter. »Sag mal, wieso lässt du denn dein Fenster sperrangelweit auf? So können doch die ganzen Mücken hereinkommen. Wieso schläfst du eigentlich auf dem Teppich und legst dich nicht in dein Bett, wenn du müde bist?« »Ach, weißt du, Mama, es gibt doch keine fliegenden Betten, aber fliegende Teppiche schon. Und deshalb bleibe ich lieber hier.« »So, so«, meinte die Mutter. »Bin ich froh, dass wir einen Designerteppich ersteigert haben und keinen Perser. Wer weiß, wo du sonst eines Tages noch landen würdest.« Dann schloss sie das Fenster, gab ihrer Tochter einen Kuss und sagte, jetzt aber marsch ins Bett, damit du morgen wieder fit bist. Die Kleine zog sich nachdenklich aus. Dabei fiel ihr Blick auf den Teppich, der friedlich vor ihr lag. Sie hätte schwören können, dass er ihr zulächelte. Seine Falten waren ganz verschwunden und er schien glücklich zu sein. Genauso wie sie. Doch wo war das Märchenbuch hingekommen? Es schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Komisch, dachte die Kleine. Vorhin lag es noch auf dem Teppich, doch da war es längst nicht mehr. Offenbar hatten die beiden es auf ihrer Reise verloren. Solltest du es finden, dann probier doch einfach mal aus, ob du auch einen fliegenden Teppich zu Hause hast. Aber vergiss auf keinen Fall vorher das Fenster zu öffnen.